Herzlich willkommen in Part 2. In Teil 2 des Videos zeige ich dir, worauf du achten musst. Und zwar, jetzt gehen wir mal nach links und schauen uns das mal an und diese Plattform, wie die bestückt ist. Und wir sehen einmal, dass der Superheld immer die zweite Superkraft anwendet, Energietanken tut und natürlich Unabwehrbarkeit. Also das heißt, auch da müssen wir halt aufpassen, dass die Unabwehrbarkeit unterbinden wird. Und das können wir machen mit Torkeln, die Boss. Und dann müssen wir uns da auch keine Sorgen machen. Für diesen Kampf habe ich mir mal den Hood ausgesucht, weil er einfach viele Vorteile hat. Zum einen hat er einfach besiegeltes Schicksal und noch dazu gibt es Torkeln. Aber hier, wie man sehen kann, passe ich natürlich selbstverständlich auf, denn so einfach ist das nicht mit den Torkeln. Das Skript erkennt, wenn Torkel vor oder nach dem Unabwehrbarkeitsbuff gemacht wurde. Es ist davor gemacht, wird es akzeptiert und der Unabwehrbarkeitsbuff verschwindet. Es ist danach gemacht, also wurde danach Torkeln eingesetzt, funktioniert es nicht. Es sei denn, man macht eine SK2. Wie wir sehen konnten, dann wird richtig schön getorkelt. Und in dem Moment muss man sich auch keine Gedanken machen über dieselben Attacken. Da kann man tatsächlich mit selben Attacken kämpfen, so wie ganz normal. Und das Torkeln unterbindet dementsprechend die Buff-Fähigkeit. Unabwehrbarkeit für 6 Sekunden. Und man sieht das auch sehr schön, dass ab und zu mal dementsprechend auch hier Torkeln sehr oft an ist, also sehr oft von der Hood aktiviert werden muss, damit halt dementsprechend auch wiederum der Buff Unabwehrbarkeit einfach unterdrückt wird. Und das klappt natürlich nicht immer, weil er Groot ist sehr aggressiv. Ja, und hier ab und zu mal, wenn die Steuerung nicht funktioniert wie hier, konnte er mich sogar treffen. Deswegen muss man da auch wirklich aufpassen. Der Kampf dauert auch etwas, aber natürlich kann man das schaffen. So, gehen wir gleich zum nächsten Kampf. Hier machen wir gleich einen Cut. So, wir haben erfolgreich gewonnen und widmen uns gleich dem nächsten Kampf. Den werden wir natürlich anders gestalten, und zwar mit einem anderen Champion. Dr. Doom ist natürlich etwas einfacher noch und hat natürlich einen Vorteil durch die Schock. Das heißt, er kann Schock hinzufügen als Debuff und wir haben auch dadurch einen anderen Torkel. Torkel ist ein bisschen auch schwieriger manchmal, manchmal leichter, es kommt darauf an. Aber das Wichtigste ist, wir haben hier eine Kraftzufuhr bei Rocket Raiden und die möchte ich halt unterbinden. Ich möchte nicht, dass Rocket Raiden, also Rocket Raccoon oder Raken, dass der einfach uns dann unabwehrbar erwischt und daher mache ich eine SK2 hier und sorge dafür, dass er sehr schnell degeneriert. Mit Einäscherungsschäden sind wir dann gut dabei und ja, hier habe ich es nicht geschafft. Ich habe natürlich bin ich ausgewichen. Wir haben auch gesehen, dass Torkeln trotz, obwohl es an war, nicht funktioniert hat, weil es halt im Nachhinein gemacht wurde. Aber das ist nicht so schlimm. Mit eine Attacke noch und zack, ist er erledigt. Und das war eigentlich der Kampf noch mit Rocket Raiden. Und jetzt widmen wir uns wieder gleich den Kampf um Star-Lord. Ja, der Kampf um Star-Lord ist wie immer auch sehr interessant, denn er hat ja auch hier einen Kombo-Zähler, wie man sehen kann. Und nichtsdestotrotz ist es ja der gleiche wie beim ersten Teil. Wir dürfen nicht parieren, damit seine Angriffe nicht unabwehrbar werden. Das heißt, wieder mal ganz wie immer nach vorne hechten, dann SK1 ruhig auslösen mit Guillotine. Selbstverständlich kannst du auch dazu einen Ultron nehmen oder auch Nebula oder auch Iceman, je nachdem welchen Champion du hast. Die Liste hast du von mir im ersten Teil erhalten. Auch hier blende ich dir am Ende des Videos noch einmal meine Liste ein, Champions, die ich dir für Star-Lord empfehlen kann. Wichtig ist dabei, dass die Champions Immunität aufweisen für also Blutrausch und Vergiftungseffekte.
So, und hier habe ich mal pariert, das heißt, hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht, aber natürlich, wenn man einen Fehler macht, schaut man, dass man ihn korrigiert, und dann bin ich natürlich zurückgerichtet, ist ganz klar. Und dass ich eine Aufrüstung bekomme noch zusätzlich, hat einen Vorteil, auch bei Glutine, denn das sorgt dafür, dass die Angriffe von Starlord minimal ausartern. So, dann habe ich nochmal nachgelegt mit einem SK1 und dann wieder warten, dann wieder zurückhechten und immer das gleiche Spiel von vorne. Ganz wichtig, ihr müsst durchhalten, es dauert schon ein bisschen, aber es lohnt sich, und nicht aufgeben, denn auch seine 100% sind damit futsch. Und das war der Kampf Guillotine gegen Starlord. Und das war's auch schon. Auch den zweiten Part haben wir gemeinsam geschafft. Und wieder was erhalten, wieder Schrott erhalten. Und jetzt blende ich dir dann auch gleich die Liste ein. Sicherheitshalber, falls du das erste Video nicht gesehen hast, dann hier gleich die Liste. Und von meiner Seite aus verabschiede ich schon mal. Wenn dir das Video gefallen hat, dann nicht vergessen, liken, abonnieren, Kommentare etc.